Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zum fortgeschrittenen Kurs Asymmetrische Synthese und Organokatalyse, heute dem fünften Teil. Themen des heutigen Kurses sind zunächst diastereoselektive Reduktionen von Carbonylverbindungen, die entweder in der Alpha- oder in der Beta-Position ein stereogenes Zentrum haben. Und anschließend werden wir eingehen auf enantioselektive Reduktionsmethoden von Carbonylverbindungen, und zwar die Midland-Reduktion, die Cori-Bakshi-Shibata oder auch kurz CBS-Reduktion und schließlich noch die Noyori-Hydrierung von Ketonen. Also wir werden uns beschäftigen, wie wir hier Carbonylverbindungen stereoselektiv in die entsprechenden Alkohole umwandeln können. Wir hatten letztens diskutiert das Cram-Modell, Felkin-Ahn und Cram-Chelat-Modell, und heute möchte ich hier noch ein paar Anwendungsbeispiele Ihnen vorstellen. Das erste ist die Umwandlung von einer Aminosäure in ein Aminoepoxid. Das heißt, wo wir ein Epoxid haben und in der Alpha-Position eine Aminogruppe. Sie sehen, dazu müssen wir unsere Aminosäure hier um ein C-Atom verlängern. Also das Carbonyl-C-Atom hier, das finden wir hier im Epoxidring wieder, und das wäre das Alpha-C-Atom unserer Aminosäure. Bei diesem Beispiel ist man ausgegangen hier von einem geschützten Derivat von Phenylalanin. Hier haben wir eine Boxschutzgruppe, Tert-Butyl-Oxycarbonyl für die Aminofunktion. Und gleichzeitig wurde hier die Carbonsäuregruppe als Aktivester aktiviert. Wir haben hier Nitrophenol als Abgangsgruppe, eine relativ gute Abgangsgruppe. Und diese Nitrophenylester werden sehr häufig eingesetzt im Bereich der Aminosäuren, um hier neue Bindungen zu knüpfen und zum Beispiel Ester oder Amide herzustellen. In dem Fall hier müssen wir jetzt das zusätzliche C-Atom einführen. Das kann man zum Beispiel machen über die Azomethan. Die Azomethan ist aber ein sehr gefährliches Reagenz, was potenziell explosiv ist. Die Autoren haben stattdessen solch ein Sulfoxoniumylid oder ein Sulfoxoniumsalz erstmal eingesetzt. Das erhält man, indem man Dimethylsulfoxid mit Methyljodid umsetzt, eine Alkylierung am Schwefel, und das können Sie kommerziell auch erhalten. Das wird dann zunächst mit Kaliumtertbutanolat als Base deprotoniert. Hier in der Alpha-Position erhalten wir ein Carbanion, und das wird hier über einen mesomeren Effekt über die angrenzende Sulfoxidgruppe stabilisiert. Das heißt, wir erhalten ein Schwefelylid. Das ist vergleichbar mit den Phosphoryliden der Wittig-Reaktion. Das kann nun als Nukleophil addieren. Wir haben hier eine nukleophile Substitution an einem Carboxyl-C-Atom über ein Tetraederintermediat, und wir gelangen dann zu einem solchen Keton, das unter den basischen Reaktionsbedingungen dann auch direkt wieder in das entsprechende Schwefelylid überführt wird, also hier deprotoniert wird in dieser Alpha-Position. Gut, dieses Sulfoxoniumylid wird dann weiter umgesetzt, und zwar unter sauren Bedingungen. Wir wollen hier ja ein Epoxid-Ringsystem aufbauen. Sauerstoffatom haben wir hier schon drin, und wenn wir jetzt diese Carbonylgruppe reduzieren und hier eine gute Abgangsgruppe installieren, dann würde sich unter basischen Bedingungen direkt ein Epoxidring schließen. Diese gute Abgangsgruppe wird mit HCl eingeführt, und zwar wird hier eine gesättigte Lösung von Hydrogenchlorid in Dioxan verwendet. Die ist 4 Mol pro Liter konzentriert. Und das Gute ist, die müssen Sie nicht selber herstellen. Sie wissen, HCl ist ein Gas, müssen wir hier in Dioxan einleiten, sondern die kann man auch bei diversen Chemikalienherstellern beziehen. 70 Grad wird dafür benötigt. Wir protonieren dann an dieser Stelle, und dann greift jetzt Cl- an und verdrängt Dimethylsulfoxid als neutrale gute Abgangsgruppe, sodass wir hier jetzt ein Alpha-Chlorketon generieren. Jetzt kommt der entscheidende Schritt, die Reduktion. Wir haben jetzt bei diesem Keton ein Stereozentrum in Alpha-Position. Es handelt sich um ein Aminoketon, und das heißt, hier haben wir jetzt eine diastereoselektive Reduktion. Und die läuft in der Tat ab über einen Cram-Chelat-Übergangszustand, den zeichne ich Ihnen gleich nochmal ein, weil sich hier eben eine Wasserstoffbrückenbindung, dem Carbamat NH und dem Carbonyl-Sauerstoffatom ausbildet. Und dann greift hier unser Reduktionsmittel, das wäre ein Derivat in dem Fall von Lithium-Aluminiumhydrid, von der Vorderseite an, und das wäre die Re-Seite in dem Fall. Gut, Reduktionsmittel schauen wir uns noch an. Das erhalten wir zum Beispiel, indem wir Lithium-Aluminiumhydrid umsetzen mit Tert-Butanol. Sie können im Übrigen dieses Reagenz auch kaufen.
Und der entscheidende Unterschied ist, dass wir hier jetzt Tert-Butylgruppen haben. Das heißt, dieses Reduktionsmittel ist sterisch wesentlich anspruchsvoller als Lithium-Aluminiumhydrid. Damit können bessere Diastereoselektivitäten bei solchen Reduktionen erzielt werden. Aus der Reduktion geht dann zunächst ein Alkolatsalz vor. Und bei der Aufarbeitung zyklisiert dieses. Wir haben hier eine SN2-Substitution. Intramolekular wird hier dieses Chloratom ersetzt. Und wir können dann direkt das Epoxid isolieren. Man kann die Aufarbeitung der Reaktion auch variieren. Hier dann den Aminoalkohol isolieren, also einfach hier protonieren an dieser Stelle. Und da wurde dann bestimmt, dass das Diastereomeren-Verhältnis bei 92 zu 8 liegt bei dieser Reduktion. Im Vergleich, Natriumboridrid-Reduktion liefert hier die beiden Diastereomere, also Anti und Syn, in einem Verhältnis von 80 zu 20. Sie sehen also ein sterisch anspruchsvolleres Reagenz, das wir hier auch bei deutlich tieferen Reaktionstemperaturen einsetzen können, minus 78 Grad, führt hier zu besseren Stereoselektivitäten. Gut, ich möchte mir noch einmal mit Ihnen die Konformation unseres Substrates im Übergangszustand anschauen. Das machen wir ganz kurz an der Tafel. Also wir sind hier jetzt bei dem Kapitel 2 der Folie 15. Und entweder ist so, dass wir hier jetzt eine Wasserstoffbrückenbindung haben. Und dann wäre hier der Benzylrest, der würde hier jetzt hinter der Tafelebene liegen und die Rückseite abschirmen. Und Sie sehen das hier aber, dass unser Reduktionsmittel in einem 2,6-fachen Überschuss eingesetzt wird. Das heißt, hier ist es auch sehr gut möglich, dass unser Lithium-Aluminium-Hydrid-Reagenz zunächst reagiert mit diesem aziden Proton und wir dann ein Carbamat-Salz erhalten. Also dass hierbei dann Wasserstoff freigesetzt. Diese Deprotonierung von Carbamaten und Amiden haben wir im Übrigen sehr häufig, nicht nur mit den Hydridreduktionsmitteln, sondern auch mit metallorganischen Reagenzien wie Lithiumorganylen, Magnesiumorganylen. In der Tat ist so, dass hier dann eine Deprotonierung schneller ist als die nukleophile Addition oder die nukleophile Substitution. Jetzt können wir hier ein Chelat aufbilden über Lithium. Und unser Reduktionsmittel greift dann hier von der Vorderseite an und da Chlor eine höhere Ordnungszahl hat als Stickstoff, wäre das hier in dem Fall jetzt der Rehalbraum, aus dem der Angriff erfolgt. Und dadurch ist es so, dass hier dann die OH-Gruppe hinter der Tafelebene liegt. Und in der Tat ist es so, dass zunächst dieses Alkoholatsalz stabil ist und dass hier erst eine Zyklisierung stattfindet, wenn man diese Reaktionsmischung dann mit Rochelle-Salz, das heißt dem Natrium-Kalium-Tartrat-Salz, quencht. Dann kommt es zur Zyklisierung. Wenn man die Aufarbeitung hier variiert, kann man aber auch den Aminoalkohol isolieren, ohne dass es hier zur Ausbildung eines Epoxidringes kommt.
Als nächstes möchte ich zu einem Beispiel kommen, an dem ich selber im Rahmen eines Postdoc-Aufenthaltes gearbeitet habe. Und hier haben wir eben diese Kontrolle der Diastereoselektivität bei Reduktionen von alpha-chiralen Carbonylverbindungen ausgenutzt, um sowohl Syn- wie auch Antiaminoalkohole herzustellen. Und zwar das Ziel dieser Synthesesequenz, das sind solche Hydroxypeperidine-Heterozyklen mit zwei Stereozentren. Und die finden wir relativ häufig als Strukturmotiv in Naturstoffen und in Medikamenten. Und deswegen ist es hier attraktiv, neue synthetische Zugänge zu entwickeln. Wir hatten uns dann überlegt, dass wir das Cis-Isomer hier zunächst nach Schutzgruppenmanipulationen am Stickstoff zurückführen auf einen acyklischen Vorläufer. Wir sehen hier durch eine Zyklodehydratisierung, einer Knüpfung einer CN-Bindung, der Substitution der OH-Gruppe, können wir hier ein Piperidin-Ringgerüst aufbauen. Dieses Stereozentrum an C2 sollte dann generiert werden über eine diastereoselektive Reduktion, in dem Fall über einen Felkin-Ahn-Übergangszustand. Das Antidiastereomer sollte hergestellt werden durch ebenfalls eine Reduktion, in dem Fall aber über einen Cram-Chelat-Übergangszustand. Und wir hatten geplant, das zu erreichen, indem wir hier als erstes die Schutzgruppe am Stickstoff abspalten und dann erst reduzieren. Das heißt, die Reihenfolge der Schritte Reduktion, Schutzgruppenspaltung vertauschen. Und der letzte Schritt wäre dann hier ebenfalls eine Zyklodehydratisierung wie im oberen Fall. Also durch Vertauschung von der Reihenfolge von zwei Reaktionsschritten wollten wir hier die Konfiguration des neuen Stereozentrums bei der Reduktion bestimmen. Vorläufer für diese stereodivergente Synthesestrategie ist ein Hydroxyaminoketon, das hier gezeigt, Verbindung C. Und das lässt sich retrosynthetisch, also Synthese im Rückwärtsgang, zurückführen auf eine Aminosäure. Wir müssen hier entsprechende Schutzgruppen am Stickstoff einführen und hier dann entsprechend noch diese drei C-Atome, die fehlen, um den Piperidinring zu vervollständigen. Gut, die Synthese startet dann zunächst mit Schutzgruppenmanipulationen. Hier wird zunächst eine Benzylschutzgruppe an der Aminogruppe eingeführt. Das gelingt über eine reduktive Aminierung mit Benzaldehyd, Natriumboridrid. Hier ist so, dass ein Benzaldehyd mit der Aminogruppe zunächst zu einem Imin kondensiert, dann wird Natriumboridrid hinzugegeben und dieses Imin wird zum Amin reduziert. Und solche Reaktion bezeichnet man als reduktive Aminierung. Um hier einen vollständigen Umsatz zu erreichen, muss das dreimal wiederholt werden. Anschließend wird diese Benzylgeschützte Aminosäure jetzt nicht isoliert, sondern direkt weiter umgesetzt. Und zwar wird hier die zweite Schutzgruppe am Stickstoff eingeführt. Und Sie sehen, hier habe ich PG hingeschrieben. In der Tat haben wir hier entweder CBZ-Schutzgruppen verwendet, also Carbonyl-Oxybenzyl oder Tertbutyl-Oxycarbonyl-Schutzgruppen. Und dann konnte man diese doppelt geschützten Aminosäurederivate in guten Ausbeuten und auch in einem Multigramm-Maßstab isolieren. Für diese Synthesesequenz haben wir vier verschiedene proteinogene Aminosäuren eingesetzt. Einmal Alanin, Phenylalanin und Phenylglycin. Phenylglycin ist keine proteinogene Aminosäure, aber eben kommerziell zu guten Preisen erhältlich. Und dann haben wir unten noch Methionin, das heißt eine Aminosäure mit einer funktionellen Gruppe in der Seitenkette, sodass hier weitere synthetische Manipulationen möglich sind. Wir hatten im vergangenen Teil gelernt, dass die Reduktion von Carbonsäuren beziehungsweise die Umsetzung von Carbonsäuren zu Ketonen nicht trivial ist, dass das nicht über Carbonsäureester funktioniert. Hier haben wir eine doppelte Addition. Wir haben hier zurückgegriffen auf Weinrebamide, die wir auch im vergangenen Teil schon diskutiert haben. Und Sie sehen jetzt hier einmal die Synthese dieser Weinrebamide. Und zwar hat man hier im Regelfall Reagenzien, die die Carbonsäuregruppe aktivieren. Das ist in dem Fall die Cyclohexylcarbodiimid N-Methylmorpholin als tertiäre Aminbase. Und hier wird dann ein Salz von NO-Dimethylhydroxylamin als Nukleophil eingesetzt. Und da kommen wir dann zu den entsprechenden Weinrebamiden. Sie sehen hier, dass hier auch ein enantiomeren Überschuss steht. Und in der Tat ist es so, wenn Sie eine Chiral-Pol-Synthese haben, das heißt, Sie gehen von einem chiralen Naturstoff aus, müssen Sie durchaus zwischendurch auch kontrollieren, ob Sie enantiomeren Reinheit verlieren. Es kann ja sein, dass bei einer Zwischenstufe es zu einer Racemisierung kommt. Und in der Tat war das auch der Fall bei dem Phenylglycin. Phenylglycin ist eine Aminosäure, die besonders
empfindlich für Racemisierung ist. Das liegt einfach daran, diese Racemisierungen laufen über Enole und Enolate. Und im Fall von Phenylglycin sind die ja noch durch eine Konjugation mit dem Phenylring stabilisiert. Deswegen enolisiert Phenylglycin und seine Derivate besonders leicht. Und in der Tat war es hier, dass wir hier 95% enantiomeren Überschuss erzielt haben. Das heißt, dass wir 5% enantiomeren Überschuss verloren haben bei dieser Kupplung. Und das war aber auch das Ergebnis einer Optimierung. Das heißt, wir hatten je nach Kupplungsbedingung hier teilweise auch nur enantiomeren Überschüsse von 50%. Und letztendlich die Reaktionsbedingung mit N-Methylmorpholin als schwacher Brünnstedt-Base hat sich hier am besten herausgestellt. Soll ich Ihnen einmal kurz noch die Strukturen von Dicyclohexylcarbonil mit anzeichnen und N-Methylmorpholin und ganz kurz noch was zu den Kupplungsbedingungen erklären? Gut. Also diese Carbodi mit Reagenzien werden sehr häufig eingesetzt, um Aminosäuren in Amide zu überführen, zum Beispiel, oder Ester. Und den detaillierten Mechanismus hierzu habe ich diskutiert, auch in dem Kurs Naturstoffe. Da kann ich Ihnen nachher noch in der Videobeschreibung einen Link einfügen. Wir schauen uns aber nochmal ganz grob an, was dabei passiert. Wir haben eine Carbonsäure und Carbodiimide, das sind letzten Endes Heterokumulene, die sich ableiten vom CO2. Also wir haben zwei Doppelbindungen zu einem Heteroatom, die von einem C-Atom ausgehen. Und letzten Endes sind das Anhydride von Harnstoffen. Wenn wir hier Wasser dran addieren, erhalten wir einen Harnstoff. Und das ist genau das, was als thermodynamische Triebkraft hier ausgenutzt wird. Wir haben dann zunächst eine Protonierung und dann eine Addition der Carbonsäure. Und erhalten jetzt ein gemischtes Säureanhydrid. Und Sie sehen, wenn wir hier jetzt diese CO-Bindung heterolytisch spalten, dann generieren wir einen Harnstoff als Abgangsgruppe. Der erste Schritt im Übrigen, das wäre eine nukleophile Addition. Wir geben jetzt hier noch ein Nukleophil hinzu, also zum Beispiel unser N-O-Dimethylhydroxylamin. Das greift an und substituiert dann Harnstoff. Genau, das Proton vom Nukleophil landet hier oben und durch die Bildung eines Harnstoffes haben wir hier eine sehr starke thermodynamische Triebkraft, um diese neue Bindung hier zu knüpfen. Gut, jetzt haben wir aber noch N-Methylmorpholin in der Reaktionsmischung und hier ist ja N-Methylmorpholin gar nicht aufgetaucht. Und das heißt, warum brauchen wir N-Methylmorpholin, eine tertiäre Aminbase? Ganz einfach, wir setzen ja unser Nukleophil als Hydrochlorid-Salz ein. Das heißt, bei der Kupplung müssen wir HCl neutralisieren und deswegen brauchen wir hier eben ein Äquivalent N-Methylmorpholin. Wenn Sie jetzt ein Nukleophil haben, was nicht als Ammoniumsalz vorliegt, also Salz einer Brünnstedtsäure, dann brauchen Sie bei diesen Kupplungen gar keine Base dazugeben. Gut, die Synthese von dem Hydroxyketon-Intermediat C wird dann abgeschlossen durch eine Umsetzung mit einem Grignard-Reagenz. Das heißt, einer klassischen Strategie, um hier Aminoketone aus Aminosäuren herzustellen. Als Grignard-Reagenz wurde hier eine dianionische Verbindung eingesetzt. Wir gehen hier aus von 3-Chlorpropanol. Das wird zunächst hier an der OH-Gruppe deprotoniert, dann insertiert Magnesium in die Kohlenstoff-Chlorbindung und dadurch sparen wir uns hier eine Schutzgruppe an dieser primären OH-Gruppe. Diese Addition
beziehungsweise dass eine nukleophile Substitution über Tetraeder-Intermediate liefert dann die entsprechenden Aminoketone in guten Ausbeuten. Und Sie sehen hier auch wiederum, dass wir die Synthese in einem Multigramm-Maßstab durchgeführt haben, um zu zeigen, dass diese Methodik skalierbar ist. In der Tat hat sich im NMR gezeigt, dass wir hier noch ein Konstitutionsisomer haben. Die OH-Gruppe, wie auch bei den Kohlenhydraten, addiert im Gleichgewicht an die Keto-Gruppe. Und wir haben dann hier im Gleichgewicht ein Tetrahydrofuran vorliegen. Sie sehen hier, das ist ein Halbacetal mit einem zusätzlichen Stereozentrum. Gut, wir haben dann zunächst angestrebt, das Cis-Piperidin herzustellen. Umsetzung mit Reduktionsmittel liefert dann über einen Falken-Ahn-Übergangszustand den entsprechenden Anti-Amino-Alkohol. Hier ist noch einmal Konformation einer Newman-Projektion gezeigt. Hier erfolgt dann bevorzugt ein Angriff von der Sie-Seite, also von der Oberseite auf dieses Keton. Dieser Rest hier ist der große Substituent, der ist hier mal in Rot hervorgehoben und Wasserstoff ist natürlich dann der kleinere Substituent im Hintergrund. Gut, und in dem Fall ist so, wir haben dann auch diesen Aminoalkohol nicht isoliert, sondern direkt die Carbamat-Schutzgruppe hier am Stickstoff, also die grüne Gruppe PG, in einer Operation abgespalten, also ohne Aufarbeitung zwischendurch, um hier direkt zu benzylgeschützten Aminoalkoholen zu gelangen. Und bei einer CBZ-Gruppe, Carbonyloxybenzyl, die werden unter heterogen katalysierten Bedingungen gespalten. Das heißt, wir haben hier Palladium auf Kohle dazugegeben, dann das Ganze unter Wasserstoffatmosphäre gerührt und das führt dann zu einer hydrogenolytischen Spaltung der benzylischen Bindung und man setzt das entsprechende Amin frei. Die Tertbutyl-Oxycarbonylschutzgruppe wurde entfernt unter sauren Bedingungen, HCl. Bock-Schutzgruppen, Bock-Carbamate sind ja dafür bekannt, dass sie unter sauren Bedingungen instabil sind, weil dann sehr leicht Isobuten, ein Gas, eliminiert wird. Gut, jetzt musste diese Synthese nur noch abgeschlossen werden durch die Zyklodehydratisierung. Das heißt, dass hier die Aminogruppe intramolekular die primäre Hydroxygruppe verdrängt. Und das haben wir unter appelartigen Reaktionsbedingungen gemacht. Bei der Appelreaktion synthetisieren wir Halogenide mit Triphenylphosphan und elektrophilen Halogenierungsmitteln, wie zum Beispiel Brom, Jod oder N-Chlorsuccinimid oder Tetrachlorkohlenstoff. Wir haben hier Jod eingesetzt und statt Triphenylphosphan haben wir hier Triethylphosphit verwendet. Und das hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Wir halten dann nicht Triphenylphosphanoxid als Koppelprodukt, sondern Triphosphorsäure-Triethylester. Und der Phosphorsäure-Triethylester lässt sich durch eine Verseifung schon bei der Aufarbeitung vom Produkt abtrennen. Gut, Sie sehen auch hier, dass wir nach 5 Stufen hier 14 Gramm von einem dieser Hydroxypiperidine isolieren konnten. Und Sie sehen, dass bei den Derivaten von Alanin, Phenylalanin und Methionin hier enantiomeren Überschüsse über 99% erhalten geblieben sind. Das heißt, hier haben wir keine enantiomeren Reinheit verloren. Bei dem herausfordernden Phenylglycin-Derivat haben wir am Ende ein Enantiomerenverhältnis von 95:5. Ich möchte noch einmal kurz zur Reduktion zurückgehen. Und zwar haben wir natürlich verschiedene Reduktionsmittel getestet. Die besten Diastereoselektivitäten haben wir hier mit L-Selektrit erzielt. Und die waren hier größer als 95:5. Das heißt, das zweite Diastereomer, das Syn-Diastereomer, konnten wir nur in ganz kleinen Spuren im NMR feststellen. Die Reduktion mit dem Phenylglycin-Derivat hat mit L-Selektrit nicht so gut funktioniert. Deswegen sind wir hier auf Superhydrit ausgewichen. Sehen, hier haben wir Ethylgruppen statt den sterisch anspruchsvolleren Sekbutylgruppen. Und hier waren dann auch die Diastereoselektivitäten etwas schlechter. Am Ende haben wir hier dann ein 80:20 Verhältnis erzielt. Das heißt, Sie sehen, Phenylglycin ist durchaus eine sehr herausfordernde Aminosäure. Und auch ein Tipp an alle präparativ arbeitenden Chemiker: Derivate von Phenylglycin sehen im NMR ganz, ganz furchtbar aus. Also sie haben da sehr, sehr breite Signale. Generell ist es so, wenn Sie Aminosäurechemie machen, haben Sie häufig NMR-Spektren, die nicht schön aussehen, weil Sie Rotationsisomere haben, sehr breite Signale. Also die meisten NMR-Spektren könnte man nicht in einem Lehrbuch für NMR-Spektroskopie wiedergeben. Gut, also hier haben wir jetzt einen guten synthetischen Zugang zu den
cis-konfigurierten Piperidinen. Für das Trans-Derivat wird zunächst die OH-Gruppe hier in ein Methylsulfonat-Ester überführt. Das hat sich einfach als die beste Aktivierungsmethode herausgestellt. Wir haben anschließend dann die Schutzgruppe hier abgespalten. Diese Synthese haben wir, dafür haben wir uns auf das Phenyl, auf das Alanin-Derivat konzentriert. Also Schutzgruppenspaltung hier jetzt mit Wasserstoff, Palladium auf Kohle als heterogener Katalysator unter sauren Bedingungen. Und dann erhält man diese Hydrochloridsalz. Dadurch, dass wir hier ein Hydrochloridsalz haben, zyklisieren diese Verbindungen nicht. Also Sie können sich vorstellen, wenn man hier jetzt deprotoniert, schließt sich hier sehr schnell eine nukleophile Substitution dieser guten Abgangsgruppe Methylsulfonat an. Gut, Reduktion ist uns dann gelungen bei tiefen Temperaturen. Hier haben wir zunächst DBU, das ist eine Amidin-Rönnstedt-Base, hinzugegeben, um HCl zu neutralisieren. Dann bei minus 78 Grad Zugabe von L-Selektrit, führt dann zur Reduktion hier über den entsprechenden Felkin-Cram-Chelat-Übergangszustand. Hier haben wir jetzt einen Angriff von der, Moment, gut, ich habe gerade gemerkt, hier auf der Folie hat sich ein Fehler eingeschlichen. Und zwar erfolgt hier ein Angriff von der Re-Seite. Ne? Also wir greifen dieses Keton hier von der Rückseite an. Also hier bitte korrigieren, das soll ein Re sein, nicht ein Sie. Und bei der Reduktion über den Cram-Chelat-Übergangszustand, hier erfolgt jetzt eine Übertragung von dem Hydrid-Äquivalent von der Sie-Seite. Dadurch kommen wir hier dann zum entsprechenden Syn-Aminoalkohol in guten Stereoselektivitäten. Auch hier sehen Sie, das Verhältnis ist größer 95 zu 5. Und in dem Fall war besonders herausfordernd hier, den enantiomeren Überschuss, die enantiomeren Reinheit zu erhalten. Das ist uns unter den Reaktionsbedingungen gelungen. Wenn man hier dieses Hydrochloridsalz deprotoniert, hat man hier ein sekundäres Amin in Gegenwart von einer Ketogruppe. Und diese Verbindungen haben sich als sehr, sehr instabil herausgestellt. Zyklisieren leicht und racemisieren auch leicht. Ne? Wenn wir Amine haben, können wir Enamine bilden, aschirale Zwischenstufen. Und deswegen war es hier entscheidend, bei tiefen Temperaturen das Hydrochloridsalz einzusetzen und das Ganze dann zu reduzieren. Die Zyklisierung im Übrigen findet hier statt, wenn man diese Reaktionsmischung dann auf Raumtemperatur erwärmt. Also das ist etwas, was sich automatisch anschließt. Hier wurde dann noch Triethylamin zugegeben, sehen Sie, um basische Reaktionsbedingungen einzustellen. Wir haben dann noch eines dieser Hydroxyketon-Derivate umgewandelt in eine bioaktive Verbindung. Das wäre ein nicht-peptidischer Neurokinin-1-Substanz T-Rezeptor-Antagonist. Der wird als L733060 bezeichnet. Das ist eine Verbindung, die allerdings zu giftig ist, um die als Wirkstoff einzusetzen. Gut, also hier wurde jetzt die Benzylschutzgruppe abgespalten, anschließend eine Box-Schutzgruppe eingeführt, das Schutzgruppenaustausch, und das mussten wir machen, um hier eben an der OH-Gruppe diesen Benzylrest einzuführen. Das wurde unter literaturbekannten basischen Reaktionsbedingungen gemacht, Deprotonierung mit Natriumhydrid. Hier halten wir dann ein Natriumalkoholatsalz, anschließend Alkylierung mit dem entsprechenden Benzylbromid, führt dann eben zu diesem bioaktiven Hydroxypiperidin. Gut, das heißt, wir haben jetzt noch uns zwei Anwendungsbeispiele angeschaut für Reduktionen über Felkin-Ahn und Cram-Chelat-Übergangszustände. Und ich möchte jetzt zum Abschluss dieser diastereoselektiven Reduktionen noch auf Beta-Hydroxyketone eingehen. Bis jetzt haben wir Ketone diskutiert, Steozentrum in Alpha-Position haben, also in unmittelbarer Nachbarschaft. Und für Beta-Hydroxyketone gibt es aber auch gute Reaktionsbedingungen, um hier Syn- und Antidiole herzustellen. Das Ganze etwas herausfordernder, weil das Steozentrum ja jetzt ein C-Atom weiter weg liegt. Aber wie gesagt, da wurden sehr gute Methoden für entwickelt. Diese Beta-Hydroxyketone, die erhält man über Aldol-Additionen, also ausgehend von Aldehyden zum Beispiel und Methylketonen
oder auch Ketone, die hier in Alpha-Position noch einen zusätzlichen Substituenten eintragen. Und solche Aldol-Additionen wurden häufig für die Synthese von sogenannten Polyketid-Naturstoffen hergestellt, bei denen wir häufig Hydroxygruppen an einer azyklischen Kohlenstoffkette finden. Und hier war jetzt die Frage, wie kann man solch ein Ketol diastereoselektiv in die entsprechenden 1,3-Diole überführen. Und hier wurden zwei verschiedene Reaktionsbedingungen entwickelt. Der Syn-1,3-Diol wird generiert durch Reduktion mit Natriumboridrid in Methanol in Gegenwart von Triethylboran. Triethylboran dient hier als Lewis-Säure. Und was passiert hier dabei? Also, einmal ist so, dass Natriumboridrid in Methanol direkt mit Methanol reagiert. Wenn Sie schon mal mit Natriumboridrid gearbeitet haben, wissen Sie, es ist ein Feststoff, geben Sie in Methanol rein und sehen dann eine starke Gasentwicklung. Es entsteht Wasserstoff. Dabei läuft eine Solvolyse ab, und zwar reagieren drei der hydridischen Wasserstoffatome hier mit Methanol und es bildet sich ein Trimethoxyborhydridsalz. Das heißt letzten Endes, als das ist das eigentliche aktive Reduktionsmittel, und hier kann eigentlich nur ein Hydridäquivalent auf unser Substrat übertragen werden. Deswegen wird Natriumboridrid üblicherweise in stöchiometrischen Mengen eingesetzt, mehr als ein Äquivalent, obwohl es ja eigentlich vier Hydride hat. Ethylboran reagiert ebenfalls mit Methanol in einer Solvolyse, und zwar wird hier eine Ethylgruppe ersetzt durch eine Methoxygruppe und dabei wird Ethan abgespalten, und auf dieser Stufe bleibt dann die Reaktion zunächst stehen, reagiert nicht weit. Es folgt eine Substitution dieser Methoxygruppe durch unseren Alkohol, eine Gleichgewichtsreaktion, und jetzt haben wir hier eine Borin Säureester vorliegen, also Borinsäuren, das wäre Bor-OH-Gruppe, zwei Alkylreste. Borinsäureester entsprechend hat dann nicht eine OH-Gruppe, sondern einen Alkoxidrest. Das heißt, wir haben Bor mit einem Elektronensextett, eine Lewis-Sau-Spezies, und die kann jetzt die benachbarte Carbonylgruppe reagieren. Also das heißt, wir bilden einen Chelat aus über ein sechsgliedriges Ringsystem. Durch diese Chelatisierung wird die Carbonylgruppe aktiviert. Wir entziehen Elektronendichte. Positive Partialladung hier am Carbonyl-C-Atom nimmt zu. Das heißt, diese Zwischenstufe ist ein stärkeres Elektrophil als unser Ausgangsmaterial. Das ist wichtig, damit hier unser Reduktionsmittel eben nicht direkt im Ausgangsmaterial reagiert. Dann würden wir eher erwarten, dass wir schlechte Stereoselektivitäten haben, sondern hier ist die Reaktion mit dieser aktivierten Zwischenstufe entscheidend. Und in der Tat ist es so, dass hier das Hydrid von der Rückseite geliefert wird. Wir haben also einen Angriff von der Re-Seite, sage ich jetzt mal. Hier ist es jetzt schwierig natürlich zu bestimmen, was die Re- und die Seite ist, da das ja auch abhängt von dem Rest R2. Gehen wir mal einfach davon aus, dass diese CH2-Gruppe hier, der Rest hier eine höhere Priorität hat als R2, und dann wäre ein Angriff von der Rückseite ein Transfer von der Re-Seite. Gut, wir haben jetzt hier eine sechsgliedrige Zwischenstufe mit einer Doppelbindung. Das heißt, die ist vergleichbar von der Geometrie her mit der Cyclohexen-Halbsessel-Konformation. Da haben wir in Teil 2 dieses Kurses ausführlicher diskutiert. Wir haben hier zwei Konformere, die hier reagieren können. Das eine sehen Sie auf der linken Seite. Hier ist jetzt die Si-Seite, die Oberseite der Carbonylgruppe, blockiert durch diesen Alkylrest, der sich in einer pseudoaxialen Orientierung befindet. Und bei dem zweiten Konformer ist diese sterische Abschirmung der Si-Seite zwar etwas geringer, aber wir haben hier auch noch eine deutliche Abschirmung durch diesen Rest hier. Und deswegen, Sie sehen hier an der Unterseite, hier haben wir jetzt nur ein kleines Wasserstoffatom, was in Richtung unseres Reduktionsmittels schaut, beziehungsweise hier hinten ist dieses Wasserstoffatom sogar in einer pseudoäquatorialen Orientierung. Das heißt, hier ist die Rückseite dieser Carbonylgruppe vollkommen frei zugänglich. Und deswegen gelingt es hier eben, den entsprechenden Syn-Diol herzustellen. Das Ganze ist im Übrigen jetzt ein intermolekularer Angriff. Das ist entscheidend. Schauen wir uns noch einmal kurz diese Cyclohexan-Halbsessel-Konformation dieser Zwischenstufe am Visualizer an. Das wäre unser Hydroxyaminoketon. Ich habe jetzt für R1 und R2 die kleinsten Alkylreste
verwendet zwei CH3-Gruppen. Gut, wir haben jetzt unsere Borinsäure mit Methanol. Das hier wären jetzt die beiden Ethylgruppen, die durch grüne Kugeln symbolisiert werden. Hier unser Board. Wir substituieren jetzt Wasserstoff. Und hier bildet sich jetzt ein Chelat aus mit der Carbonylgruppe. Ganz schauen wir uns jetzt einmal von der Seite an, wie wir das auch auf der Folie gesehen haben. Das hier wäre jetzt diese eine Halbsesselkonformation, bei dem diese CH3-Gruppe hier jetzt den oberen Halbraum etwas blockiert und der Angriff hier von der Unterseite von der Re-Seite erfolgt. Denken Sie daran an die Bürgi-Dunitz-Trajektorie. Wir haben hier einen Winkel von 107 Grad. Deswegen ist eine Repulsion mit dieser Ethylgruppe hier nur sehr, sehr gering bei einem Angriff. Das wäre das eine Konformär. Wir führen jetzt mal eine Halbsessel-Inversion durch. Das wäre dann der zweite Halbsessel. Und da ist es so, Sie sehen jetzt, dass hier die Si-Seite durch die CH3-Gruppe blockiert ist. Also auch hier ist noch stärker als bei dem anderen Konformär der nukleophile Angriff, nukleophile Addition von der Re-Seite hier bevorzugt. Das Anti-Stereoisomer wurde erhalten durch Reduktion in Essigsäure als Lösungsmittel mit Triacetoxyborhydrid. Das erhält man entweder, indem man es bestellt, ist kommerziell erhältlich, oder wenn man Natriumborhydrid mit Essigsäure umsetzt, ähnlich wie mit Methanol, reagiert das dann zu dem entsprechenden Hydridsalz, bei dem drei Hydride durch Acetoxygruppen substituiert worden sind. Im Übrigen ist diese Spezies, genauso wie auch das Trimethoxysalz, hier weniger reaktiv, ein weniger starkes Nukleophil als Natriumborhydrid, weil wir hier Sauerstoffatome haben, die einen elektronenschiebenden positiven mesomeren Effekt aufweisen, beziehungsweise wir haben gleichzeitig noch einen negativen induktiven Effekt, der hier die Elektronendichte am Bohr etwas verringert. Gut, auch hierbei entsteht Wasserstoff. Es folgt dann zunächst eine Reaktion mit dem Substrat. Und zwar wird hier eine der Acetoxygruppen jetzt ersetzt durch die OH-Gruppe. Und das heißt, wir haben jetzt unser Reduktionsmittel in unserem Substratmolekül vorliegen, in dieser Zwischenstufe. Wir haben einen intramolekularen Hydridtransfer anstatt einen intermolekularen. Die Acetoxyborhydride sind im Übrigen schwächere Reduktionsmittel als die Trimethoxyborhydride. Hier haben wir noch Carbonylgruppen, die einen negativen mesomeren Effekt ausüben und deswegen hat dieses Salz die schwächste Reduktionskraft. Und die Reaktion mit Carbonylgruppen direkt, wie hier im Startmaterial, die ist sehr langsam und deswegen kann sich hier eben solch eine Zwischenstufe ausbilden, bei der der Hydridtransfer intramolekular stattfindet. Intramolekulare Reaktionen sind immer schneller als intermolekulare. Das ist, was sich hier zunutze gemacht worden ist. Gut, wir haben jetzt zwei Konformationen, über die der Hydridtransfer stattfinden kann. Wir haben ein sechsgliediges Ringsystem hier im Übergangszustand dieser Reduktion. Wir haben keine Doppelbindung in diesem Ringsystem vorliegen. Deswegen haben wir hier eine Cyclohexan-Sessel-Konformation. Und jetzt so, dass hier die Carbonylgruppe entweder von der Re-Seite angegriffen werden kann oder von der Si-Seite. Und hier ist jetzt so, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Rest hier eine höhere Priorität hat, wäre das ein Angriff von der Si-Seite. Das würde ich Sie bitten, auch noch einmal zu korrigieren. Wir haben hier Sauerstoff, höchste Priorität, dann dieser Rest, zweithöchste. Das heißt, wir haben einen Si-Seitenangriff vorliegen in dem Fall. Gut, und hier sehen wir jetzt, dass die Gruppe R1, dieser Alkylrest, der sterisch anspruchsvoll ist, in einer äquatorialen Orientierung vorliegt, während Sauerstoff, diese Carbonylgruppe, axial orientiert ist. Sauerstoff ist relativ klein, deswegen ist hier eine axiale Orientierung bevorzugt
Und deswegen liegt dieser Übergangszustand energetisch tiefer als der konkurrierende Übergangszustand, der zu dem Syndiol führt. Also hier Angriff von der Sie-Seite, intramolekulare Transfer, und das liefert uns dann in sehr hohen Diastereoselektivitäten 1,3 antikonfigurierte Diol. Gut, schauen wir uns das noch einmal kurz am Modell an. Also wir gehen jetzt hier wiederum aus von unserem R-konfigurierten Hydroxyketon. Das hier wäre jetzt unser Pi-Ethoxy-Borhydrid. Diese grünen Kugeln, das sind die Acetoxy-Reste. Und ich habe jetzt hier einen schwarzen Baustein für Bor genommen, da wir hier einen vierbindigen Baustein brauchen und der liegt eben nur in schwarz vor, aber das soll ein Boratom sein. Also Substitution einer der Acetoxy-Reste, es entsteht Essigsäure als Koppelprodukt. Gut, das hier wäre jetzt diese Zwischenstufe mit unserem Reduktionsmittel direkt im Molekül integriert. Und das hier wäre jetzt die bevorzugte Geometrie. Wir können hier die Cyclohexan-Sessel-Konformation erkennen. Hier erfolgt jetzt die Übertragung von unserem Hydrid Anion. Und Sie sehen, dass wir einen Angriff von der Sie-Seite haben. Wir haben hier rechts, dem gebe ich die zweite Priorität hier in dem Fall. Und dass hier die Carbonylgruppe pseudo-axial orientiert ist, beziehungsweise axial orientiert ist, und die CH3-Gruppe, also der Rest R2, äquatorial. Schauen wir uns einmal die Geometrie im konkurrierenden Übergangszustand an. Das wäre diese hier. Wir haben jetzt einen Angriff von der Re-Seite. Sie sehen, die CH3-Gruppe ist axial orientiert. Hier haben wir jetzt eine sterische Repulsion mit hier einer Acetoxy-Gruppe zum Beispiel am Bor. Und deswegen liegt dieser Übergangszustand energetisch deutlich höher. Das heißt, der intramolekulare Hydrid-Transfer von der Sie-Seite ist wesentlich schneller als von der Re-Seite, was dann eben zur bevorzugten Bildung des des Antidioles führt. Wir erhalten dann am Hydridtransfer, das wäre jetzt Produkt dieses Reaktionsschrittes. Hier können Sie, also diese hohe Wasserstoffbindung wurde gespalten, haben es übertragen von der Sie-Seite. Und wenn wir das Ganze mal entfalten, dann erkennen wir, dass wir hier einen Antidiol erhalten. Die beiden OH-Gruppen liegen auf unterschiedlichen Seiten, zeigen in unterschiedliche Richtungen. Gut, das heißt, wir können nicht nur alpha-chirale Carbonylverbindungen mit hohen Diastereoselektivitäten reduzieren, sondern das Ganze funktioniert auch mit Beta-Hydroxyketon. Damit möchte ich jetzt zunächst abschließen, die diastereoselektiven Reduktionen von Ketonen, und übergehen zu enantioselektiven Reduktionen von Carbonylverbindungen, also vor allem von prochiralen Ketonen, die zwei unterschiedliche Reste aufweisen. Wir können natürlich auch deuterierte Aldehyde reduzieren zu chiralen Alkoholen, beziehungsweise Aldehyde mit Deuterium, mit Deuterit-Reagenzien in die entsprechenden deuterierten chiralen Alkohol überführen. Aber am meisten setzen wir hier prochirale Ketone ein. Das wäre jetzt unsere allgemeine Transformation. Wir haben ein Keton.
Mit einem großen Rest habe ich ja mit RLL für Large abgekürzt und einem kleinen Substituenten Small RS. Hierdurch jeweils eine grüne Kugel, klein, orange wäre hier groß symbolisiert. Wir haben dann ein Reduktionsmittel, das sind entweder Borane, oder das sind meistens Borane, die wir hier einsetzen und in Kombination mit einer chiralen Lewis-Säure. Und dann können wir hier zwei Enantiomere generieren und durch entweder ein chirales Boran oder eine chirale Lewis-Säure können wir hier die Konfiguration des Produktes kontrollieren und so enantioselektiv eines der beiden Isomere herstellen. Wir sehen hier an den Oxidationszahlen, es ist eine Reduktion. Hier haben wir Oxidationsstufe plus 2. Nach der Hydridübertragung, nach dem Hydridtransfer, haben wir hier die Oxidationszahl plus minus 0 voll. Bei Aldehyden, wie erwähnt, wird kein neues Stereozentrum gebildet, es sei denn, wir setzen ein Deuterit statt einem Hydridreagenz ein oder wir verwenden einen deuterierten Aldehyd, also bei dem wir nicht eine Formelgruppe mit Wasserstoff haben, sondern mit Deuterium. Als Reagenzien dienen Borane meistens und die Kontrolle der Enantioselektivität gelingt eben über chirale Lewis-Säuren oder indem wir bei unserem Boran-Reduktionsmittel Stereozentren installieren. Ich möchte zunächst auf die sogenannte Midland-Reduktion eingehen. Hierbei wird ein chirales Boran verwendet, das heißt, wir haben ein chirales Reagenz. Wir brauchen also eine chirale Verbindung in stöchiometrischen Mengen. Das Reagenz, was hier eingesetzt wird, ist das sogenannte Alpin-Boran, das sehen Sie hier. Das heißt, wir haben hier sogar ein tertiäres Boran und das Besondere ist, dass hier ein Hydrid aus der Beta-Position einer der Alkylreste auf unser Substrat übertragen wird. Schauen wir uns zunächst einmal die Synthese an. Also wir gehen aus hier von Cyclooktatetradien. Das wird mit Boran umgesetzt. Wir haben zunächst eine Hydroborierung, einer der beiden Doppelbindungen. Es folgt eine zweite Hydroborierung. In dem Fall können wir zwei verschiedene Regioisomere aufbauen. Bor kann entweder an dem C-Atom hier gegenüber angreifen oder an dem hier unten. In der Tat ist so, dass bevorzugt dieses bizyklische Produkt gebildet wird. Das wäre ein 9-Bor-Bicyclo, 3-3-1-Nonan. Das heißt, Bor bindet hier an das gegenüberliegende C-Atom und nicht an das hier unten. Dieses 9-BBN ist im Übrigen ein Boran, das Sie auch kommerziell kaufen können. Das heißt, müssen Sie nicht selber herstellen. Und das wird eingesetzt für Hydroborierung, vor allem von Alkenen, weil hier die Regioselektivität höher ist, wie das mit Boran BH3 selber der Fall ist. 9-BBN reagiert dann mit einem chiralen Naturstoff, und zwar dem Alpha-Pinen. Das ist ein Monoterpen, was aus zwei Isopreneinheiten besteht. Wir haben hier insgesamt 10 C-Atome vorliegen. Das Gute ist, dass wir hier nicht nur das eine Enantiomer kommerziell beziehen können, sondern auch das zweite. Das heißt, wir können hier beide Enantiomere des Reduktionsmittelherstellens herstellen und damit Ketone zu beiden Enantiomeren reduzieren, je nachdem, welche Konfiguration wir hier brauchen. Gut, es folgt eine weitere Hydroborierung, die ist regioselektiv. Bor bindet dabei an das niedriger substituierte C-Atom dieser unsymmetrisch substituierten Doppelbindung. Das lässt sich auf sterische Gründe zurückführen und auf elektronische, so dass wir bei unsymmetrisch substituierten Olefinen eine negative Partialladung an dem niedriger substituierten C-Atom haben, eine positive Partialladung an dem höher substituierten und dadurch wird ebenfalls die Reduktion hier über sterische Gründe angetrieben. Bei dieser Addition generieren wir zwei neue Stereozentren, einmal hier an der Methylgruppe, einmal in der Nachbarschaft. Und hier ist natürlich die Frage, warum entsteht genau dieses Diastereomer? Und das lässt sich leicht erklären, wenn wir uns einmal dieses Alpha-Pinen in 3D genauer anschauen. Alpha-Pinen ist ebenfalls ein bizyklischer Naturstoff. Das wäre ein Bicyclo-3-1-1-Heptan.
Und Sie sehen schon, einer dieser Brücken C-Atom ist mit zwei Methylgruppen substituiert. Das heißt, die Oberseite dieser Doppelbindung, wenn wir das Ganze mal von der Seite betrachten, die ist steric extrem stark abgeschirmt. Also hier ist sehr unwahrscheinlich, dass unser Boran überhaupt angreifen kann. Ich schreibe hier noch einmal kurz die Partialladung hier hin. Also wir haben hier jetzt eine negative Partialladung an diesem niedriger substituierten C-Atom, hier oben eine positive. Schauen wir uns mal 9 BBN an. Hier habe ich jetzt diese Kohlenstoffreste, dieses bizyklische Ringsystem, durch zwei grüne Bausteine. Bohr selber ist Lewis-sauer, das heißt, hier haben wir eine positive Partialladung, ein Elektronen-Sextett und hier am Wasserstoff eine negative Partialladung, da Wasserstoff eben eine geringere Elektronegativität, höhere Elektronegativität als Bohr hat. Sie können jetzt erkennen, Hydrid bindet hier an das positiv polarisierte C-Atom, Bohr an das negativ polarisierte. Das heißt, wir können über diese Partialladung die Regioselektivität der Addition erklären. Und zusätzlich natürlich ist dieses C-Atom hier steric weniger gehindert. Ne? Wenn wir es mal vergleichen, hier haben wir jetzt einen großen Kohlenwasserstoffrest. Wenn wir hier angreifen, haben wir eine Repulsion einmal mit dieser CH3-Gruppe hier hinten vor. Deswegen erfolgt die Addition in dieser Art. Und Sie sehen auch, jetzt die Unterseite ist steric besser zugänglich. Ein Angriff von hier oben, da kollidieren wir mit der CH3-Gruppe. Deswegen Addition von der Unterseite, von dieser Seite. Und wir schauen uns das mal an. Auf dieses C-Atom bezogen wäre das die Re-Seite, auf dieses C-Atom die Si-Seite. Das heißt, wir haben eine Z-konfigurierte Doppelbindung vorliegen und da ändert sich die Bezeichnung der Halbräume in Abhängigkeit von dem C-Atom, was wir betrachten. Also Addition von dieser Seite. Das ist jetzt unser Additionsprodukt. Wenn wir es nochmal vergleichen, also hier haben wir jetzt den Brückenkopf mit den beiden CH3-Gruppen. Die CH3-Gruppe von unserem Alpha-Pinen zeigt in dieselbe Richtung. Wir haben hier hinten dieses Wasserstoffatom neu eingeführt. Das ist auch, wird auch nachher übertragen. Auf den Mechanismus möchte ich ganz gerne kurz an der Tafel eingehen und dann überlegen wir uns eine Erklärung für die Enantioselektivität. Und hier, wir sind jetzt bei dem Kapitel 2 der Folie 25. Ich zeichne hier jetzt zunächst einmal unser Alpin-Boran hin. Den 9 BBN-Rest kürze ich mal durch so einen Schirm ab, damit das etwas übersichtlicher ist. Und jetzt muss ich kurz einmal überlegen. Also wir haben jetzt das wäre also jetzt unser Alpin-Boran, was Sie nochmal hier eingeblendet sehen. Und jetzt ist es so, wir haben zwei Beta-Positionen. Einmal diese hier und hier haben wir auch noch ein cis-ständiges Wasserstoffatom, also Beta- und Beta-Strich-Position. Bohr hat Elektronen-Sextett, das heißt, das agiert hier als Lewis-saure funktionelle Gruppe. Wir haben unsere Carbonylgruppe hier, die mit einem freien Elektronenpaar jetzt die Rolle der Lewis-Base.
schreibe hier jetzt einmal L für den großen Substituenten, S für den kleinen. In der Tat ist so, dass diese Reduktion jetzt nicht intermolekular abläuft. Das heißt, wir übertragen jetzt nicht einfach hier H-. Dafür ist dieses Boran ein zu schwaches Reduktionsmittel. Das würde nicht funktionieren. Wir haben erst die Ausbildung eines Lewis-Säure-Base-Komplexes. Und jetzt erfolgt die Übertragung von einem Hydridäquivalent intramolekular. Das ist das Entscheidende. Und zusätzlich wird hier die Carbonyl-Sauerstoffgruppe durch eine Lewis-Säure aktiviert. Dadurch steigt also die positive Partiale. Und jetzt haben wir hier, wie erwähnt, zwei Beta-Positionen. Wir könnten also theoretisch zwei verschiedene Wasserstoffatome hier übertragen. Wir haben hier ein tertiäres Wasserstoffatom und hier das wäre sekundär. Und das Entscheidende ist, dass dieses Wasserstoffatom jetzt elektronenreicher ist. Dadurch, dass wir hier drei Alkylreste haben, hier haben wir einen zusätzlichen positiven induktiven Effekt bzw. eine donierende Hyperkonjugation. Und deswegen wird hier jetzt dieses Hydrid aus der Beta-Position und nicht Beta-Strich-Position übertragen. Also Addition, Sie erkennen, das Ganze läuft jetzt ab über einen zyklischen Übergangszustand, einen sechsgliedrigen Zyklus. Ah, Entschuldigung, ich habe noch eins vergessen. Und zwar läuft hier natürlich synchron, wird diese BH-Bindung gebrochen. Das heißt, es entsteht jetzt hier eine neue Kohlenstoffbindung. Das ist entscheidend. Also bezogen auf den Pinenrest ist das eine Eliminierung, die hier abläuft. Und in diesem Schritt entsteht jetzt hier das neue Stereozentrum. Das heißt, das ist der Reaktionsschritt, der die Stereoselektivität bestimmt. Sie sehen, wir erhalten hier aus einem Diastereomer, können wir zwei verschiedene Stereoisomere generieren. Unser chirales Rückgrat hier wird direkt in diesem Schritt auch mit abgespalten. Wir generieren dann eben hier eine Boerinsäure. Im Übrigen müssen diese Reaktionen überwiegend oxidativ aufgearbeitet werden, also NaOH, Wasserstoffperoxid, um hier Bor vollständig aus dem Produkt zu entfernen. Gut, und jetzt überlegen wir uns mal, wie sich hier das Keton anordnet. Und daraus leiten wir dann die Enantioselektivität dieser Reaktion ab. Also wir haben einen sechsgliedrigen Übergangszustand bei diesem Hydridtransfer und hier können wir entweder eine Cyclohexan-Sessel- oder Boot-Konformation einnehmen. In dem Fall ist eine Boot-Konformation bevorzugt. Sie können hier erkennen, dass sich hier der größere Rest bevorzugt in eine pseudoäquatoriale Lage begibt. Hier in der pseudoaxialen Orientierung haben wir eine starke Repulsion mit der gegenüberliegenden Methylgruppe von dem Alpha Pinenbizyklus und deswegen liegt der Übergangszustand hier oben energetisch deutlich niedriger und führt dann zum entsprechenden S-konfigurierten
Alkohol. Ich zeichne das hier jetzt als S-Konfiguration, weil ich davon ausgehe, dass dieser große Substituent eine höhere Priorität hat nach den ZIP-Regeln als der kleine. Gut, und das Ganze, diesen Übergangszustand, das möchte ich Ihnen gerne auch noch einmal am Visualizer demonstrieren. Das lässt sich da etwas leichter nachvollziehen. Ich habe Ihnen unten nochmal diesen Übergangszustand gezeigt. Also das hier wäre jetzt unser Alpin-Boran. Dann wird hier unsere Keton komplexiert. Hier haben wir jetzt, geht natürlich das Boratom in eine SP3-Hybridisierung über. Das ist tetraedrisch umgeben. Und Sie können dann erkennen, dass ein Angriff von dieser Seite hier bevorzugt ist. Hier diese Grün wäre der kleine Substituent in einer pseudoaxialen Orientierung. Und das hier wäre der konkurrierende Übergangszustand. Ein Angriff von der D-Seite. Hier haben wir jetzt zwischen der CH3-Gruppe und dem großen Substituenten unseres unsymmetrischen Ketons eine starke 1,3-Pseudodiaxiale Wechselwirkung der Repulsion. Gut, aus diesem Übergangszustand also wenn wir von dieser Seite hier dran addieren, dann würden wir, jetzt hatte ich eigentlich schon das richtige Enantiomer und das aber dann umgebastelt. Hieraus würde jetzt dieser Alkohol resultieren. Wir sehen, dass hier der orangene große Rest nach unten zeigt, grün nach rechts und hier dieses, das hier wäre jetzt unser Hydrid, was übertragen worden ist. Bezogen auf das, unser Alpin-Boran wäre diese Reaktion im Übrigen eine Syn-Eliminierung. Also Syn-Eliminierung ist, wo Abgangsgruppe und Proton auf derselben Seite liegen und in einem einzigen Schritt eliminiert werden. Gut, schauen wir uns noch einmal hier an. Das hier wäre tatsächlich die bevorzugte Anordnung unseres Ketons in diesem Übergangszustand. Angriff von der Re-Seite. Und das wäre jetzt der Alkohol, der daraus resultiert. Bitte vergleichen Sie einmal hier jetzt, der orangene große Substituent zeigt hier nach rechts oben. Das verdeckt jetzt hier, grün ist die kleine Gruppe. Und das Wasserstoffatom stammt von dem Alpin-Boran. Und das wäre jetzt hier, was ich Ihnen gesagt hatte, eine S-Konfiguration, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Substituent die höhere Priorität hat. Das wäre das Hauptenantiomer, was wir erhalten. Bevorzugte Substrate sind aromatische Ketone, zum Beispiel hier einen Alkinylrest haben, hier ein Halogenatom oder auch deuterierte Aldehyde. Das heißt, wir brauchen hier im Regelfall also eine aromatische Gruppe, um gute Stereoselektivitäten zu erreichen. Statt dem Arylrest können wir hier auch einen tertiären Alkylrest haben. Da habe ich hier noch zwei, drei Beispiele vorbereitet. Das hier oben ist wiederum eine Vorschrift aus Organic Synthesis. Hier wurde Alpin-Boran eingesetzt, das ausgehend von Alpha-Pinen hergestellt worden ist mit einem enantiomeren Überschuss von 90-92%. Das heißt, unser chirales Reagenz ist hier kein reines Enantium. Substrat ist ein Alkin mit einem Alkylrest. Sie sehen, was hier eigentlich beeindruckend ist, dass die beiden Substituenten von der Größe her gar nicht so unterschiedlich sind. Das heißt, wir können sogar nicht nur tertiäre Alkylreste verwenden, sondern auch Substrate mit primären Alkylresten, wenn wir auf der anderen Seite hier einen Alkinylrest haben. Das heißt, wir haben hier eine SP-Hybridisierung, hier an dem ersten Alpha-C-Atom SP2. Und das reicht schon aus, um die beiden Halbräume des Ketons gut genug zu differenzieren können. Laut der Vorschrift ist das Protokoll übrigens lösungsmittelfrei. Es folgt zunächst dann Zugabe von Propionaldehyd, um einen Überschuss an Alpin-Boran abzufangen, zu reduzieren.
und anschließend Aufarbeitung mit NOH-Wasserstoffperoxid, also ähnlich wie bei einer Hydroborierung, um hier die Bor-Kohlenstoffbindung oxidativ über eine 1-2-Umlagerung zu spalten. Da würde ich Sie nochmal bitten, Ihre Unterlagen zur Hydroborierung anzuschauen. Also das ist ein Standardaufarbeitungsprotokoll, was nach Hydroborierung von Alkenen angewendet wird, um hier Alkohole zu erhalten. Gut, Produkt 86% Enantiomerenüberschuss. Wie gesagt, beachten Sie, dass wir hier auch kein enantiomerenreines Pinen haben, was eingesetzt worden ist. Hier drunter sehen Sie noch ein zweites Beispiel. Auch hier haben wir einen primären Alkylrest und einen Alkinylrest. Und hier wird in dem Fall sogar ein Jodatom, ein Jodalkan toleriert. In dem Fall wurden 94% Enantiomerenüberschuss erzielt. Für diese Reduktion wurde Pinen eingesetzt als enantiomerenreine Verbindung. Gut, und hier rechts haben wir jetzt einen deuterierten Aldehyd, der reduziert worden ist mit einem guten Enantiomerenüberschuss. Dieser Aldehyd ist abgeleitet von einem Kohlenhydrat der Glucose. Gut, also Reduktion mit Alpinboran, sehr schöne Methode, um enantioselektiv sekundäre Alkohole herzustellen. Nachteil ist allerdings, dass wir hier einen Naturstoff in stöchiometrischen Mengen brauchen. Auch wenn wir Alpha-Pinen am Ende der Reaktion wird regeneriert, können wir reisolieren. Trotzdem wäre es hier natürlich geschickter, wenn wir hier eine chirale Verbindung in substöchiometrischen Mengen einsetzen, zum Beispiel eine chirale Lewis-Säure und tatsächlich unser eigentliches Reduktionsmittel gar nicht chiral ist. Damit kommen wir dann zur sogenannten Cori-Bakshi-Shibata oder auch CBS-Reduktion. Sie sehen hier einmal die Reaktionsbedingungen. Wir haben Boran oder Kateschwol-Boran, auf das Sie gleich noch sehen werden, als Reduktionsmittel. Und das hier ist unser Katalysator, ein bizyklisches System. Wir haben dieses Ringsystem wird als Oxazborolidin bezeichnet. Wir haben hier Sauerstoff, Bor und Stickstoff. Besondere ist, dass wir mit einem Bohratom mit einem Elektronensextett sowohl eine Lewis-Säure haben, wie auch mit dem Stickstoff hier eine Lewis-Base, freies Elektronenpaar. Und das ist ganz entscheidend hier für diese Reduktion. Zunächst möchte ich aber hier einmal eingehen auf die Synthese unserer Lewis-Säure. Sie sehen, da steckt die Aminosäure Prolin drin. Und wir synthetisieren hier zunächst Diphenylprolinol. Wir hatten hier schon einmal eine Vorschrift für die Synthese von Diphenylprolinol besprochen. Für die Jörgensen-Hayashi-Epoxidierung in dem dritten Teil des Kurses. Hier wurde eine etwas andere Strategie verwendet, um dieses Prolinol herzustellen. Also wir müssen hier zunächst die Carbonsäurefunktion und die Aminogruppe schützen, wo wir hier die beiden Phenylreste einführen können. Und das wurde in dieser Publikation gemacht mit einer Chemikalie, die als Phosgen bezeichnet wird. Das ist das Säurechlorid der Kohlensäure. Und im Übrigen ist das eine Verbindung, die ist gasförmig und sehr giftig. Die wurde im Ersten Weltkrieg als Kampfstoff angewendet, weil wir diese Verbindung über Atemwege aufnehmen. In der Lunge reagiert dieses Säurechlorid dann mit Wasser zu Kohlensäure und HCl und das verätzt dann die Lunge. Und deswegen ist das eine Verbindung, mit der man sehr vorsichtig sein sollte. Und Sie müssen die aber jetzt nicht in einem chemischen Labor als Gas einsetzen. Eine Lösung von Phosgen in Toluol mit 15 Gewichtsprozent Phosgen ist auch kommerziell erhältlich, können Sie auch verwenden. Trotzdem ist es hier besser, wenn man auf weniger giftige Derivate ausweicht, wie zum Beispiel Diphosgen, Triphosgen oder Kohlensäure-Ester-Kohlensäure-Dimethyl oder Dimethylester. Gut, also zunächst haben wir hier jetzt die Bildung eines Carbamoylchlorides, eine nukleophile Substitution über eine Tetraeder-Zwischenstufe. Die Aminogruppe greift hier an diesem Carbonyl-C-Atom. Diese Zwischenstufe wird jetzt nicht isoliert, sondern es wird eine Base hinzugeben, Triethylamin, und die führt zu einer Deprotonierung der Carbonsäurefunktion. Schließt sich ein Ringschluss an, wir halten dann ein Oxazolidin-Dio. Das Ganze ist eine Mischung aus einem Carbamat und einem gemischten Säureanhydrid. Wir haben hier ein Anhydrid aus einer Carbonsäure und einer Carbaminsäure, das heißt eine gute Abgangsgruppe. Deswegen ist dieses Reaktionsprodukt jetzt gut geeignet zur Umsetzung mit Nukleophilen wie Phenylmagnesiumchlorid. Es erfolgt hier jetzt zunächst eine nukleophile Substitution. Wird das Ringsystem geöffnet
entsteht CO2 als Abgangsgruppe. Wir halten dann ein Aminoketon als Zwischenstufe. Dieses Aminoketon reagiert dann direkt weiter mit einem Überschuss-Phenyl-Magnesiumchlorid, sodass wir dann zu einem tertiären Alkohol gelangen. Hier wird aufgearbeitet mit Schwefelsäure, deswegen wird dieser Alkohol zunächst als Sulfatsalz isoliert. Es erfolgt Deprotonierung, basische Bedingungen, NOH, und hier gelangen wir jetzt zu unserem Diphenylprolinol mit einem enantiomeren Überschussgröße 98%. Die Ausbeute für diese Deprotonierung ist quantitativ. Für die Syntheseprolinol-Umwandlung in Diphenylprolinol als Sulfatsalz. Hier haben wir Ausbeuten von zwischen 50% und 60%. Gut, was jetzt noch fehlt, ist unser Bohratom. Und die Einführung gelingt hier über Trimethylboroxin. Hohen Temperaturen. Sie sehen, wir haben hier Xylol als Lösungsmittel, TRF. Xylol wäre Dimethylbenzol. In der Vorschrift war im Übrigen nicht erwähnt, um welches Regioisomer es sich hier handelt oder ob eine Mischung von Regioisomeren eingesetzt worden ist. Wir halten dann zunächst ein Salz mit einem tetravalenten Boratom hier. Hier wird Methylboronsäure dann bei hohen Temperaturen entfernt. Wir gelangen jetzt zu unserem Oxazborolidin. Diese Verbindungen im Übrigen sind sehr, sehr empfindlich, super luftempfindlich, sehr hydrolyseempfindlich, und deswegen wurde hier dieser Heterozyklus direkt umgesetzt mit Boran, um hier einen Lewis-Säure-Basel-Komplex auszubilden. BH3 ist ein Gas, und das heißt, Boran können Sie hier besser einsetzen, zum Beispiel als der Dimethylsulfid-Komplex. Das ist eine Flüssigkeit, wenn Boran ein Gas ist. Das heißt, in der organischen Synthese werden hier üblicherweise diese, also Boran als Lewis-Säure-Basel-Komplex mit Dimethylsulfid verwendet. Gut, diese Verbindung hier ist dann stabil unter Luftausschluss. Das heißt, die können Sie unter Schutzgas über mehrere Monate lagern, ohne dass hier Zersetzung nennenswert stattfindet. Sie sehen hier Maßstab 50 Gramm. Das heißt, diese Verbindung kann man auch durchaus in großen Mengen gut herstellen. Gut, dieser Lewis-Säure-Basel-Komplex wurde dann eingesetzt für die Reduktion von 2-Indanon. Hier wiederum Boran als Dimethylsulfid-Komplex als stöchiometrisches Oxidationsmittel. Wir haben hier eine Katalysatorladung von 10 Mol%, was bei einer Ausbeute von 90% bis 94% einer Turnover-Number von 9 bis 10 entspricht. Das heißt, es ist kein sehr effizienter Katalysator, aber der lässt sich sehr leicht herstellen. Und Sie erkennen, wir haben hier keine Metallelemente. Das heißt, bei der CBS-Reduktion handelt es sich auch um ein Beispiel für Organokatalyse. Minus 20 Grad führt dann zu einer hochenantioselektiven Reduktion. Das Produkt wird hier in einem enantiomeren Überschuss von 98% isoliert nach Aufreinigung. Das heißt, der enantiomere Überschuss direkt nach Reduktion im Rohprodukt war hier etwas geringer. Gut, und es wird nach Aufarbeitung mit Methanol dann Diphenylprolinol wieder erhalten. Und das heißt, das kann dann hier wiederum regeneriert werden. Das heißt, bei größeren Ansätzen können Sie tatsächlich hier auch den Katalysator wieder regenerieren durch erneute Umsetzung mit Trimethylboroxin. Schauen wir uns noch einmal etwas genauer den Mechanismus der Reduktion an. Also bei dem Alpinboran hatten wir ausschließlich ein Lewis-Saurus-Boratom vor. Hier bei den Oxazborolidinen erfolgt zunächst eine Ausbildung eines Lewis-Säure-Basel-Komplexes mit Boran. Das ist hier in dem Fall schon bei unserem ersten Beispiel durch die Synthese. Verbleibt unser Boratom mit einem Elektronen-Sextett, kann sich ein zweiter Lewis-Säure-Basel-Komplex ausbinden, bei dem unsere Carbonylverbindung über das Sauerstoffatom an das Boratom bindet. Ich habe jetzt hier wiederum einen kleinen Substituenten, S für Small, L für Large. Der große Substituent wird hier in Rot dargestellt. Diese Zwischenstufe ist jetzt entscheidend, weil hier jetzt über einen sechsgliedigen Übergangszustand Intermolekulardihydrid-Übertragung stattfindet. Wir haben bei unserem Oxazborolidin hier ein Stereozentrum. Das ist zurückzuführen auf die Aminosäure Prolin. Gleichzeitig haben wir hier aber auch noch ein zweites Stereozentrum,
Stickstoff. Wir haben hier drei verschiedene Substituenten und ein freies Elektronenpaar. Wir haben hier zwei fünfgliedrige Ringsysteme, die sich eine Bindung teilen. Das heißt, von der Geometrie her sind diese Verbindungen vergleichbar mit dem cis-bicyclo-330-Oktan. Und hier das Transdiesterstimer gibt es hier eigentlich nicht, anders wie beim Dekalin. Transdiesterstimer wäre viel zu gespannt, deswegen existiert da nur eine cis-Konfiguration. Das heißt, hier wird diesem Stickstoff eine Pyramidalisierung aufgezwungen, bei dem das freie Elektronenpaar in dieselbe Richtung zeigt wie das Wasserstoffatom hier an diesem Stereozentrum. Das sehen Sie hier an einem Modell. Hier, wie gesagt, das von der Draufsicht wäre unser Oxazborolidin, Stickstoff, Bor, Sauerstoff. Das wären die Phenylreste hier. Das Stereozentrum können Sie hier erkennen im Hintergrund. Und in der Tat ist so, dass jetzt das Freielektronenpaar in dieselbe Richtung zeigt, damit wir hier ein Transdiesterstimer vorliegen. Das heißt, bei der Komplexierung mit Boran wird die Konfiguration dieses zweiten Stereozentrums manifestiert. Das bindet hier jetzt von der Unterseite an das Stickstoffatom. Wenn jetzt wir eine koordinative Bindung ausbilden von Bor zu dem Carbonyl-Sauerstoffatom, generieren wir ein drittes Stereozentrum. Das heißt, es existieren zwei Diastereomere-Komplexe, die habe ich Ihnen hier einmal gezeigt. Entweder kann unser Carbonyl-Sauerstoffatom hier dieselbe Richtung zeigen wie der BH3-Rest oder in die entgegengesetzt. Und Sie können sich jetzt vorstellen, die Reaktion läuft über eines der beiden Diastereomere ab. Und wenn jetzt die Anbindung hier von der Oberseite erfolgt, ist unsere Carbonylgruppe sehr weit entfernt. Das heißt, eine intramolekulare Übertragung des Hydrides hier ist nicht mehr möglich. Ne? Der Übergangszustand würde energetisch viel, viel zu hoch liegen, also noch höher hier als der Bildausschnitt, den Sie im Stream sehen. Und deswegen ist hier dieses Diastereomer das Entscheidende. Sauerstoff zeigt hier in dieselbe Richtung wie unser Boran. Gut, und da erfolgt jetzt die Übertragung über ein Zyklohexan-Boot-Konformation. Und hier ordnet sich jetzt der kleinere Rest bevorzugt pseudoaxial an und der größere Substituent unseres Ketones liegt hier in einer pseudoäquatorialen Lage vor. Auch hier wiederum um eine 1,3-diaxiale Wechselwirkung Abstoßung zu verringern. Wir sehen, der Angriff erfolgt hier jetzt von der Si-Seite. Wir gehen wiederum davon aus, dass der größere Substituent nach der ZIP-Nomenklatur die höhere Priorität hat. Und dann erhalten wir das entsprechende R-konfigurierte Produkt. In dem Fall wäre das jetzt auch wiederum das Salz einer Borinsäure. Borinsäure. Ja. Gut, Sie sehen hier unten. Das wäre der konkurrierende Übergangszustand. Hier 1,3-diaxiale Wechselwirkung, vor allem hier mit dem Substituenten entweder CH3 oder N-Butyl an dem Boratom. Wir haben aber auch eine Repulsion hier etwas mit dieser CH2-Gruppe. Dieser Übergangszustand führt uns zu dem S-konfigurierten Enantiomer und das wird eben aufgrund dieser Repulsion nur als Nebenprodukt erhalten. Gut, ich möchte mir das Ganze jetzt mit Ihnen auch noch gerne einmal an einem Modell anschauen. Das wäre unser Oxazborolidin. Wir haben dann Komplexierung durch BH3. Ich ersetze jetzt mal diesen blauen Stickstoffbaustein hier durch einen schwarzen, weil wir jetzt ein vierbindiges Zentrum generieren. Jetzt hätte ich fast meinen Bohrrest verlegt. Also das hier wäre jetzt diese erste Zwischenstufe, die gebildet wird. Das hier ist ein Bohrturm.
Das hier wäre unser BH, das hier wäre ein Stickstoffatom. Das hier ist der BH3-Rest. Ich musste eben beide, für beide Atome hier jetzt einen schwarzen Baustein verwenden, weil die vierbindig sind und tetraedrisch koordiniert. Wir kennen hier BH3-Gruppe und BH3-Gruppe. Da habe ich mich selber verwirrt. Und das Wasserstoffatom am Stereozentrum zeigen in dieselbe Richtung. Wir haben hier eine Cis-Konfiguration vorliegen. Jetzt kommt unser Keton hier entlang geschwommen. Das kann jetzt hier von der Oberseite binden. Aber Sie sehen, das ist dann dass der Lewis-Säure-Base-Komplex, der hier jetzt entsteht, der ist wirklich, da sind das Carbonyl-C-Atom und die Hydrid-Atome von der BH3-Gruppe weit voneinander entfernt. Hier kann es nicht zu einer Übertragung dieses Restes kommen. Gut, jetzt sehen Sie die entscheidende Orientierung. Das wäre diese hier. Sie sehen auch unter mir jetzt noch einmal einen Ausschnitt aus der Folie. Das hier wäre jetzt die Cyclohexan-Boot-Konformation. Hier haben wir Bindung von Carbonyl-Sauerstoff an Bor. In dem Fall wäre jetzt der kleinere Substituent einer pseudo-äquatorialen axialen Orientierung der größere. Sie sehen, der zeigt auch von unserem Oxazborolidin weg. Hier haben wir jetzt eine pseudo-äquatoriale Lage. Die Drittübertragung führt dann zu diesem Alkohol hier. Und Sie sehen hier, wenn ich das mal umdrehe, hier haben wir jetzt eine R-Konfiguration. Gut, also das hier wäre die Anordnung der Reaktanten im energieärmsten Übergangszustand. Wir haben im Vordergrund Bor mit Wasserstoffatomen. So. Wollte unser Keton schon abhauen. Also hier haben wir jetzt die Konformation des Übergangs, energiereicheren Übergangszustandes mit hier unserem größeren Rest in einer pseudoaxialen Lage. Hier haben wir gerade mit dieser CH3-Gruppe eine starke Abstoßung und deswegen liegt dieser Übergangszustand energetisch höher. Das heißt, die Übertragung hier von der Re-Seite, Retransfer von der vom Re-Halbraum aus, der ist deutlich langsamer. Da haben wir noch ein paar Beispiele mitgebracht. Hier oben sehen Sie die Reduktion eines sterisch gehinderten Ketons. Wir haben hier in der Alpha-Position ein quartäres C-Atom mit zwei großen Phenylresten. Trotzdem gelingt es hier, das Produkt in einer sehr guten Enantioselektivität mit 92% enantiomeren Überschuss und 97% Ausbeute zu isolieren. Hierbei wurde jetzt nicht ein BH3-Komplex von unserem CBS-Katalysator verwendet, sondern die neutrale Form, 10 Molprozent. Auch hier wiederum ein Uran-Dimethylsulfid-Komplex als stöchiometrisches Reduktionsmittel. Denn hier muss man etwas heißer machen. Die Reduktion läuft jetzt nicht mehr bei minus 20 Grad ab, sondern 40 Grad. Das ist darauf zurückzuführen, auf die sterische Hinderung der Carbonylgruppe. Und dass wir einfach die Reaktionstemperatur erhöhen müssen, damit die Reduktion schnell genug abläuft. Trotzdem haben wir hier ein Enantiomeren-Verhältnis von 94 zu 6 in unserem Produkt. Moment, von 96 zu 4. Gut, hier unten sehen Sie eine Variation. Und zwar wurde hier nicht mehr BH3 eingesetzt, sondern Catecholboran. Das erhalten wir durch Reaktion von Catechol, das heißt 1,2-Dihydroxybenzol oder Orthohydroxyphenol mit BH3. Catechol-Boran ist ein etwas schwächeres Reduktionsmittel, da wir hier einen negativen induktiven Effekt haben bei den beiden Sauerstoffatomen und nur ein Hydrid und nicht 3, wie das beim BH3 der Fall ist. Gut, es bildet sich hier dann auch zunächst der Lewis-Säure-Base-Komplex aus, dann erfolgt der intra
molekulare Hydridtransfer. Sie sehen, hier kann man jetzt die Reaktionstemperatur erniedrigen auf minus 78 Grad für dieses Substrat. Und die Katalysatorladung wurde hier jetzt auf 5 Mol% reduziert. Das heißt, bei einer Ausbeute von 99% haben wir hier jetzt eine Turnover-Number von 20. Gut, als Substrat dient hier jetzt Trichloracetophenon. Das heißt, wir invertieren hier die Stereoselektivität. Der Phenylrest wäre jetzt der kleine Substituent, die Trichlormethylgruppe der große. Und das entsprechende Produkt wird hier dann mit einem enantiomeren Überschuss sogar von 94% erhalten. Das heißt, ein Enantiomerenverhältnis von 97:3. Ganz rechts habe ich nochmal ein Beispiel hier abgebildet. Sie sehen, wir haben hier eine CH2-Gruppe, einen primären Alkylrest, hier einen Alkylrest. Das heißt, die beiden Substituenten unterscheiden sich nur ganz minimal von ihrem Raumanspruch. Trotzdem sehr, sehr gute Enantioselektivität, 96% enantiomeren Überschuss. Und diese Reduktion gelingt sogar mit 1 Mol% von dem CBS-Katalysator. Bei dieser Reduktion wurde ebenfalls Katecholboran als Reduktionsmittel eingesetzt. Und das heißt, wir haben jetzt sogar Turnover-Numbers von gut 100, die wir erreichen können mit diesem Organokatalysator. Gut, das heißt, wir haben jetzt zwei Reduktionsmethoden kennengelernt, um sekundäre Alkohole enantioselektiv zu generieren. Einmal mit einem chiralen Reagenz, dann mit einem chiralen Katalysator, einer chiralen Lewis-Säure. Zum Abschluss möchte ich kurz noch eingehen auf die sogenannte Noyori-Transferhydrierung. Hier wird ein Keton mit Wasserstoff reduziert, das in situ, der in situ erzeugt wird. Und als Katalysator dient ein Ruthenium-Übergangsmetallkomplex. Sehen hier die Umwandlung? Reduktionsmittel Isopropanol. Isopropanol überträgt Wasserstoff auf unser Substrat. Und wir generieren dann ein Keton als Koppelprodukt. Das heißt, wir setzen hier weder ein Hydridreduktionsmittel ein, noch Wasserstoffgas. Deswegen bezeichnen wir diese Reaktion als Transferhydrierung, weil ein zweites Molekül dafür dient, Wasserstoff für die Reduktion zu liefern, beziehungsweise zwei Protonen und zwei Elektronen auf unser Ausgangsmaterial überträgt. Wir sehen hier unsere Katalysator-Vorstufe, das ist ein Ruthenium-2-Komplex. Wir haben hier einen Paracymol-Liganden, der über die 6p-Elektronen Ruthenium koordiniert. Wir haben einen anionischen Chlorid-Liganden und hier gleichzeitig noch ein chirales Diamin. Das heißt, es handelt sich hierbei um einen chiralen Komplex. Dabei haben wir nicht nur zwei Stereozentren hier an den beiden C-Atomen, sondern auch hier am Ruthenium. Ruthenium verfügt über 4 unterschiedliche Substituenten. Ja, Chlor, hier den Phenylrest und dann noch 2 Stickstoffatome, die unsymmetrisch substituiert sind. Hier links haben wir eine Ammoniumgruppe, also eine Aminogruppe, die koordiniert. Und das hier oben ist ein Paratoluol-Sulfonylamid. Im Übrigen hat Noyori zusammen mit Sharpless und Knowles den Nobelpreis für die asymmetrische Katalyse hier in 2001 verliehen bekommen. Den Beitrag von Sharpless haben wir ja schon gesehen, das ist die Sharpless-Dehydroxylierung. Da möchte ich einmal noch auf Teil 2 dieses Kurses verweisen. Und die Arbeiten von Noyori, das ist einmal diese Transferhydrierung, aber hier haben wir auch Reduktionen enantioselektiv von Alkenen und auch auf die enantioselektiven Reduktionen von Olefinen. Und Knowles werden wir hier im nächsten Kursteil noch eingehen. Gut, als Substrate sind hier im Übrigen am besten geeignet entweder aromatische Ketone, Ketone, die einen Alkinyl oder einen Alkenyl-Substituenten haben. Das heißt, einer der beiden Substituenten muss über ein Pi-System verfügen. Ruthenium, das hatte ich erwähnt, liegt hier in der Oxidationsstufe plus 2 vor. Wir haben ein zweifach positiv geladenes Kation. Ruthenium hat im Grundzustand, steht ja unter dem Eisen, 8 Valenzelektronen. Bei 2 plus haben wir 6, also eine D6-Konfiguration. Chlor liefert 2 Elektronen.
Die Aminoligand bindet ebenfalls über zwei Freielektronenpaare an Ruthenium. Hier haben wir nochmal 4 Elektronen, die hinzukommen. Und dann hier bei dem Aromaten, hier haben wir einen Eta-6-Liganden, das heißt 6 Elektronen, die hier für eine Bindung an unser Schwermetallzentrum herangezogen werden. Das heißt, es handelt sich hierbei um einen 18-Valenz-Elektronenkomplex, einen Komplex mit einer Edelgaskonfiguration. Gut, und wie diese Noyori-Transferhydrierung jetzt abläuft, darauf werden wir im nächsten Kursteil eingehen. Wir werden dann insbesondere enantioselektive Reduktionen mit Ruthenium-Rhodium-Komplex, Chiralen-Liganden besprechen von Alkenen. Wir werden damit das Kapitel der enantioselektiven Reduktionen abschließen und dann in Teil 6 auch noch eingehen auf vor allem auf stereoselektive Knüpfung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen. Wir nochmal zunächst chirale Carbonylverbindungen besprechen, das heißt auf Additionen von Grignard-Reagenzien, Lithium-Organylen eingehen an alpha-chirale Ketone, entweder über einen Felkin-Ahn-Übergangszustand oder ein Cram-Chelaten. Damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit für heute bedanken und bevor Sie jetzt schnell zum nächsten Video übergehen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass hier oben gleich noch ein Link eingeblendet wird zu Teil 6 des Kurses Asymmetrische Synthese und Organokatalyse. Hier unten finden Sie einen Link zu der Playlist dieses Kurses und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Reichweite meines Kanales dadurch unterstützen, dass Sie ein Abonnement dalassen. Da wird hier oben gleich ein Symbol eingeblendet und wenn Sie die Glocke aktivieren, werden Sie sogar immer über die aktuellsten Videos automatisch informiert. Wenn Sie Fragen haben, gerne hier unten in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen im nächsten Teil des Kurses Asymmetrische Synthese und Organokatalyse.